Servus Leute, euer Mr. Zopf hier. Im heutigen Video wird es ganz, ganz übel, denn wir befassen uns mit dem Untersten, was die Bundesliga-Tabelle herzugeben hat. Wir werden heute bei Schalke und bei Mainz anrufen und mal fragen, wie es aussieht, weil es ja aktuell nicht gerade so rosig läuft in der Bundesliga, ob da nicht ein Trainerwechsel gut wäre. Und ich hätte ja sogar schon einen Trainer. Ich bin der Berater von Meistertrainer Lukas Riechen. Ja. Ich bin der Berater von Herrn Riechen und wir werden mal schauen, was dabei rauskommt. Ich wünsche euch viel Spaß. So, dann rufen wir halt mal bei Schalke an. Herzlich willkommen bei der Service-Hotline des FC Schalke 04. Oh. Glück auf! Aufgrund der aktuellen dynamischen Situation rund um die Corona-Pandemie ist derzeit noch nicht klar, ob und welche Spiele der kommenden Saison ohne Zuschauer, mit reduzierter Zuschauerkapazität oder im Normalbetrieb stattfinden werden. Informationen zum Spielplan der Bundesliga-Saison 2020-2021 finden Sie auf unserer Homepage. Sobald sich Neuigkeiten rund um die Ticketvergabe ergeben, findest du diese ebenso unter www.schalke04.de. Alle Dauerkartenabonnements behalten natürlich eure Bandansage ist so schlecht wie eure Leistung in der Bundesliga. Das interessiert niemanden. Seht zu jetzt. Ich habe eine Geschäftsanfrage, ey. Ja. Schnauze jetzt. Danke. Das interessiert keinen jetzt! Sie hören nun aktuelle Informationen rund um die von uns vorgesehenen Spiele und Veranstaltungen. Will ich nicht! Wenn Sie diese Informationen überspringen möchten, drücken Sie bitte die 1. Lieber Schalk, einen Augenblick bitte. Sie werden verbunden. Ich habe Zeit. Ja, schönen guten Tag, hier ist Becker, mein Name. Und zwar habe ich mal eine Frage. Könnten Sie mich mal bitte mit der Geschäftsführung verbinden? Um was geht's denn bitte? Und zwar, es geht darum, ich bin der Berater von einem Trainer, ja. Und da würde ich, wir hätten gerne mal mit dem Geschäftsführung gesprochen, ob da eventuell Interesse besteht an einem neuen Trainerchef, weil es ja aktuell nicht gerade gut läuft, ja. Also da wäre es am besten, also ich kann Sie natürlich jetzt leider nicht so einfach da mit der Geschäftsleitung hier mit dem Vorstand verbinden, wenn Sie uns da dann eine E-Mail zukommen lassen, die wir dann weiterleiten können. Ach, da kann ich jetzt nicht, da können Sie mich jetzt nicht einfach verbinden? Nee, das geht leider nicht. Na gut, dann werde ich mal bei... Ja, auch nicht immer im Hause, ne, das ist halt, ne, da habe ich natürlich auch hier keinen Zugriff. Wir rufen ja hier bei uns in der Hotline an, da habe ich natürlich auch keinen Zugriff auf irgendwelche Terminpläne oder sonstige Sachen, also da kann ich Sie leider nicht verbinden. Okay, na okay, besten Dank. Dann werde ich es mal bei Mainz 05 probieren. Auf Wiederhören. Ich hätte mir da wirklich einen Text vorbereiten müssen, weil das war jetzt sehr, sehr gestottert. Wäre ich überzeugend darüber gekommen, hätte ich vielleicht eine Chance gehabt. So, dann probieren wir es mal bei Mainz 05. Mal sehen, ob die Interesse haben. Gute 05er und herzlich willkommen bei deinem ersten FSV Mainz 05. Damit du direkt bei deinem passenden Ansprechpartner landest, kannst du unter folgenden Möglichkeiten wählen. Drücke die 1, wenn du Fragen zum Registrierungsprozess oder Kauf von Tickets für die anstehenden Heimspiele hast. Nee. Wähle die 2, wenn du ein Anliegen zu deiner Dauerkarte hast. Nee. Oder wähle die 3 für alle weiteren Fragen und Anliegen. Wir alle, wir leben im Schatten der Nacht. Muss ich mir das jetzt wirklich antun? Mainz 05, Fälle, guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Tobias Becker. Und zwar, ich melde mich im Namen meines Klienten, Herrn Riechen. Da geht es darum, dass ich gerne mal mit der Geschäftsführung verbunden werden möchte, zwecks einer Traineranfrage. Könnten Sie mich da weiterleiten? Ach so, nee, das geht
im Moment leider nur schriftlich. Wir sind alle im Homeoffice. Ich kann von zu Hause aus hier auch nicht weiter verbinden. Okay. Ich muss gerade eine E-Mail reinschreiben, dann leite ich direkt weiter. Okay, ja. Würden Sie mir dann mal Ihre E-Mail-Adresse geben? Ja. Und zwar ist das info. Moment. @mainz05.de. Da setze ich dran und ich würde es dann direkt weitergeben. 5.de. Gut, besten Dank. Dann ja, werde ich mir das weitermachen. Wiederhören. Ja. Toll. Ach, das ist doch lächerlich. Gut, dann werden wir das folgendermaßen machen. Ich werde eine E-Mail schreiben. Ich werde mir einen E-Mail-Account machen, der seriös aussieht, und werde schriftlich zum ersten FSV Mainz 05 und zu Schalke eine E-Mail schreiben. Mach jetzt hier Tobias Becker @ so und so und lass das richtig seriös aussehen und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Mein zweiter Auftritt jetzt bei Mainz hat auch wesentlich seriöser geklungen wie bei Schalke, ja. Also das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was dabei rausgekommen ist. Und werde auch mit Lukas vielleicht nochmal ein bisschen Absprache halten, wie wir das eventuell handhaben könnten, um da noch ein bisschen Ideen reinfließen zu lassen. Das wird sehr, sehr interessant werden. Und sollten nächste Woche schon Ergebnisse vorliegen, werdet ihr das natürlich hier live auf Mr. Zopf TV als erstes erfahren. In diesem Sinne wünsche ich euch eine angenehme Restwoche. Bleibt schön gesund, euer Mr. Zopf TV.